Nun denn, waren wir genug am Dinosaurier? Sind wir auch einmal draufgegangen? Ist nichts Tolles passiert, aber es sah toll von oben aus. Und die Musik kam sehr episch hinzu. Sah sehr cool aus. Hat sich gut angehört, meiner Meinung nach. Dann geben wir jetzt mal die Gasflaschen ab. Es wird immer voller hier. Gut, dieses Gas wird wohl nicht reichen, aber es ist ein Anfang. Hey, wahrscheinlich muss ich jetzt so tägliche Aufgaben wieder machen. Um einen funktionierenden Heißluftballon zu bekommen, müssen wir alle Stoffstücke, die du eingesammelt hast, zu einer zusammenhängenden Einheit in sphärischer Form zusammenfügen. Genau, Alicia, wir werden einen Ballon nähen. Ich habe auch nichts Besseres zu tun. Nähe die Stoffstücke zusammen, die du gefunden hast. Dann werden wir sehen, ob wir genug Stoff haben. Ich kann gar nicht nähen. Zumindest habe ich es lange nicht mehr gemacht. Früher im Textilunterricht war ich gut. Achso, ich muss absteigen. Gut, jetzt. Aha. Du legst den Stoff nieder. Achso, dann gehe ich mit der Nadel ran. Okay. Stück Stoff. Und die Nadel. Verändert sich aber nichts, ist ja blöd. Tja. Wieder auf Stormwire drauf. Der Stoff reicht nicht. Das habe ich erwartet. Wir müssen schlicht und ergreifend mehr Material einsammeln. Du meinst ich. Ein kritisches Einzelteil für den Heißluftballon ist der Brenner, den Ballon mit heißer Luft füllt. So. Der Brenner ist defekt. Es handelt sich lediglich um ein fehlendes Teil, aber ohne dieses Teil ist der Brenner nicht verwendbar. Leider kann man nicht genau sagen, welches Teil von denen, die du gefunden hast, das richtige ist. Du musst dich einfach durchprobieren. Versuche es mit den Einzelteilen hier und sieh, ob es funktioniert. Boah, das wäre ein ganz eklige tägliche Aufgabe. Ich sehe das jetzt schon. Muss ich wieder absteigen? Ach, immer dieses Absteigen. Aber hier kann ich gar nicht absteigen. Jetzt kann ich absteigen. Das funktioniert nicht. Und das andere würde auch nicht funktionieren. Das wäre nämlich zu einfach. Schön. Ich lasse Storm Warrior hier einfach mal stehen jetzt kurz. Das waren die falschen Teile, wie ich es mir gedacht habe. Das richtige Teil muss sich immer noch da draußen auf dem Eis befinden. Der Korb, in dem man unter dem Heißluftballon befördert wird, muss ebenfalls repariert werden. Es sollte möglich sein, dass die Passagiere unter dem Ballon hängen, nur an einem Seil befestigt. Die Passagiere? Naja gut, aber in puncto Sicherheit ist das keine optimale Lösung, würde ich wohl meinen. Wenn man die Tendenz berücksichtigt, dass Touristen gerne Gerüchte von Gefahren verbreiten, sollten wir den Korb vollständig reparieren, auch wenn das wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Nimm alle Zweige, die Schnur und alles andere, was du vorher gefunden hast und versuch den Korb zu reparieren. Das wird auch nicht genügen, das wird auch eine tägliche Quest. Juhu! Es verändert sich wieder nichts. Juhu! Aber eigentlich sieht er doch ganz gut aus. Es sieht doch aus, als sei der eigentlich fertig. Meiner Meinung nach. Aber ich kenne mich ja damit nicht aus. Oh Gott, jetzt hat die auch noch eine Quest. Es ging nicht, die Stücke haben nicht gereicht. Na gut, dann ist es wohl an der Zeit, dass wir mehr Material für den Heißluftballon einsammeln. Wenn wir das gleichzeitig mit unserem Reparaturversuch machen, haben wir in Kürze einen vollständigen, funktionierenden Heißluftballon hier. Yay, okay, Heißluftballon komplett. Das ist hier die Frage. Ich bin am Zweifel, ob wir genug Stoff haben, um einen kompletten Heißluftballon zusammenzunähen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist größer als null. Weil es mich ja nichts kostet, bin ich der Meinung, dass du einen erneuten Versuch unternehmen solltest. Das ist ja. Yay, wunderbar.
Wir benötigen mehr Gas, wenn wir den Heißluftballon zum Steigen bringen möchten, Elisha. Hier hast du mehr von den Gaseinsammlungswerkzeugen. Verwende sie, um das Gas der Gasiere einzusammeln. Oh Leute, habe ich es nicht gesagt? Nun ja, ich beende die Folge jetzt oder die Folgen. Ich habe sie ja alle am 13.01. aufgenommen. Ich habe ja gesagt, ich nehme die immer ein Stück am Stück auf und dann teile ich die immer so ein paar Minuten ein und dann alle 2 Tage lade ich so hoch. Und ja, damit ihr auch nicht so viele Folgen verpasst oder so, weil ihr seid ja auch viel beschäftigt. Und nun dann, ja, nächstes Mal wird es dann mit Berzelius, Ingenieur, Inge, wie auch immer, weitergehen. Und ja, ich hoffe, euch haben die Folgen gefallen. Wenn ja, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wie immer dürft ihr mir gerne konstruktive Kritik unten in die Kommentare schreiben. Wegen dem Ton. Ich hoffe, dass das diesmal besser war. Ich kenne mich nicht wirklich mit dem Sound aus. Ich muss mich da nochmal richtig reinfuchsen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich bin halt kein Profi und ich mache das Ganze einfach nur aus Spaß und das Ganze auch für euch. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Eure Elisha.